Kommunalwahl 2020 in Köln. Report K, Kölns Internetzeitung, interviewt eine Reihe von Kandidaten und Kandidatinnen, hat sie eingeladen. Bei mir ist heute ein Listenkandidat, und zwar Thomas Schmeckpeper von der Wählergruppe GUT. Sie kandidieren jetzt nicht direkt für den Bezirk als Direktkandidat, sondern Sie sind Listenkandidat. Da werden wir vielleicht auch noch gleich drauf kommen. Stellen Sie sich doch mal, vielleicht einige kennen Sie auch schon, weil Sie ja schon sehr aktiv sind, auch in Initiativen in Köln. Mal kurz vor und vielleicht auch so ein bisschen mit so einem kleinen Ausblick politischer Werdegang und warum Sie seit 2017 bei der Wählergruppe GUT sind und sich jetzt eben auch in den Rat wählen lassen wollen. Also mein Name ist Thomas Schmeckpeper, ich bin 35 Jahre alt, gebürtiger Bremer, in einem Dorf bei Düren aufgewachsen, dann nach meinem Zivildienst in Afrika. Kulturschock. Entschuldigung. Das war einer der ersten, ja. Nach meinem Zivildienst in Afrika bin ich dann nach Köln gekommen zum Studieren und hier bin ich jetzt seit nunmehr 15 Jahren und wohne in Sülz. Und zu meiner politischen Motivation, Werdegang, hat mich schon relativ viel eingebracht, über 4 bis 5 Jahre beim Tag des guten Lebens. Das war so meine Phase, wo ich mich politisiert habe und so meinen Weg zu städtischen Themen gefunden habe. Und über dieses Projekt auch gemerkt habe, man kann sich einbringen, man kann Dinge verändern. Und da war dann der Schritt in die Kommunalpolitik für mich der nächst logische. Afrika, ich steige da nochmal ganz kurz ein, was sehr spannend ist. Was haben Sie in Afrika gemacht? Den Zivildienst gemacht, in einem Straßenkinderprojekt in Ghana. Oh. Was nimmt man da so mit als Erfahrung? Ach, dass es uns gut geht. Ne? Das würde jetzt, glaube ich, hier ausufern. Okay. Wir bleiben bei der Kommunalwahl. Ja. Ich fasse jetzt nur ein spannendes Thema. Auch Agora, also Tag des guten Lebens, Sie sind bei der Agora, 160 Initiativen sind ungefähr da zusammengeschlossen. Was haben Sie aus, Sie waren Verkehrskoordinator, eines Ihrer Themen auch für den Kölner Rat ist Verkehr. Wollen Sie als Absperren nur noch autofreies Köln haben? Oder, um es mal ganz provokant, so ein bisschen die Ideen, die Sie sozusagen da in dem Schwerpunkt auch haben, rauskitzeln vielleicht? Nein, also 365 Tage im Jahr absperren will ich nicht. Ich bin auch mittlerweile relativ vorsichtig, was diesen Schlagbegriff autofrei angeht. Wir können, glaube ich, schon davon ausgehen, dass wir auch noch in 50 bis 100 Jahren motorisierte Vehikel haben, aber dass sich das Auto an sich, so wie wir es bisher kennen, wahrscheinlich stark verändern wird und auch weniger sichtbar sein wird im öffentlichen Raum. Wenn man an den Tag des guten Lebens denkt, geht es auch um die Verteilung von Flächen. Wir wissen alle, wenn wir über Verkehr in Köln sprechen, die Flächen sind begrenzt, man kann die Häuser nicht einfach wegmachen. Das hatten wir mal sozusagen zu Beginn. Die autogerechte Stadt war ja ein Thema, große Schneisen, die auch durchaus Fußgängerbeziehungen und so weiter unterbrochen haben. Tag des guten Lebens hat immer gesagt, guck mal, auf eurer Straße gibt es so viele tolle Flächen, die ihr nutzen könnt. Stellt doch da mal ein Sofa hin, also zumindest war das immer so ein Thema. Auch wenn die Autos weg sind, brauchen wir da neue Konzepte oder was sind auch Konzepte von GUT und von Ihnen, die Sie da vielleicht mal in den Rat oder Ideen einbringen wollen? Ich glaube, der Kernmoment beim Tag des guten Lebens ist der sinnliche Erfahrungsmoment. Das war von Beginn an das Ziel, diesen Moment überhaupt einmal zu schaffen und den Leuten zu zeigen, es kann auch anders aussehen. Und es riecht plötzlich anders, es hört sich anders an. Diesen sinnlichen Erfahrungsmoment zu produzieren und damit nochmal eine neue Grundlage für politische Entscheidungen auch auf Bezirksebene zu schaffen. Das war der Ansatz. Mein Eindruck ist, das hat GUT funktioniert, das funktioniert bis heute hin immer noch GUT. Also das merkt man, glaube ich, in den Fällen, wo das Projekt durchgewandert ist, wie so ein Wanderzirkus, also Ehrenfeld, Sülz, Deutz, Ebertplatz und bald Mülheim. Da kam dann in den Jahren danach, in den 1, 2, 3, 4 Jahren, plötzlich Entscheidungen, die hätte man sich so vorher nicht unbedingt vorstellen können. Das dauert natürlich sehr lange, das ist sehr zäh, das braucht, bis es dann auch nicht nur beschlossen, sondern auch umgesetzt worden ist. Aber das ist natürlich, das hat mich geprägt und das ist natürlich auch irgendwie ein Impetus, den ich mit ins kommunalpolitische Engagement nehme. Jetzt muss man sowas ja mal in konkrete Politik umsetzen, also Politik steuert ja letzten Endes, wenn man auch Kommunalpolitik steuert. Jetzt haben wir immer, glaube ich, noch Parkplatzablöse, wenn jemand eine neue Wohnung baut oder das Dachgeschoss ausbaut und da wird ein Autoparkplatz, aber vielleicht kein Lastenradparkplatz abgelöst. Gibt es da Ideen von Ihnen, wie Sie sowas steuern wollten? Das ist auch vielleicht so ein bisschen
jetzt nicht unbedingt autofrei, aber dass es gerechter wird für Fußgänger, für Fahrradfahrer, was Stellplätze angeht, was alle diese Dinge angeht? Also ich, wenn ich da richtig im Bilde bin, tut sich bei den Stellplatzsatzungen schon einiges. Das sind ja auch teilweise Landesgesetzgebungen, die da nochmal angepasst werden müssen. Ja, es ist im Prinzip so, so bitter das dann auch manchmal ist, sehr viel zähe Kleinarbeit. Und es ist ein riesengroßer Flickenteppich und den großen Masterplan, den habe ich bisher noch nicht gesehen und erkennen können. Und selbst wenn man ihn sich ausdenken würde, wäre es wahrscheinlich schwierig, ihn umzusetzen. Und so konzentrieren wir uns darauf, uns immer wieder kleine, markante Puzzlestücke aus diesem Gesamtkonstrukt zu nehmen und die entsprechend in den Gremien, wo wir vertreten sind, auch umzusetzen. Jetzt sind Sie jemand, der ja eine ganz neue Idee nach Köln gebracht hat, die auch intensiv diskutiert wird. Das soll, glaube ich, auch eine Machbarkeitsstudie geben. Wir sprechen über das Rheinpendel. Wir haben auch ein paar Bilder da, die können wir mal gucken. Eberplatz in Deutz. Rheinpendel heißt, wir fahren alle statt Bus, in bestimmten Strecken zumindest, fahren wir mit der Seilbahn, die so im Pendelbetrieb auch fährt, deswegen Rheinpendel. Ich glaube, 35 Kilometer lang war die Planung, also richtig einmal quer durch die ganze Stadt sozusagen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Gibt es ein Best-Practice-Beispiel, das Sie angeregt hat? Also die Idee ist, hängt sehr stark mit der Diskussion um die Ost-West-Achse zusammen. Wir haben uns im Anschluss an die ersten Beschlüsse, die dazu gefasst worden sind, also zu der Diskussion Tunnel, U-Bahn-Tunnelbau, Innenstadt, ja, nein, haben wir uns gefragt, ob es nicht, weil es bei dieser Diskussion sehr stark um die Frage geht, wie gehen wir mit Nadelöhren im ÖPNV-Netz um? Und wir haben uns gefragt, gibt es nicht eine technische Option, wie wir nicht nur dieses eine Nadelöhr, sondern auch alle weiteren, wo es um die Rheinquerung geht, entlasten können? Gerade mit Blick auf die Ost-West-Achse, wo wir 40% Durchgangsverkehr haben, wenn man diese 40% stark reduzieren könnte, dann kann man wieder diskutieren, ob wir da überhaupt noch einen U-Bahn-Tunnel brauchen. Also aus dieser Geschichte heraus ist die Idee mit der Seilbahn entstanden. Wir haben uns mit den Beispielen Südamerika beschäftigt. Dort ist es schon relativ weit verbreitet, in Bolivien zum Beispiel, in La Paz. Barcelona hat das, glaube ich, auch als europäische Stadt. Barcelona weiß ich gerade gar nicht, aber in Lissabon bin ich mit einer gefahren, Ankara hat eine, London hat eine. Die haben unterschiedliche Gewichtungen, also Ankara ist relativ gut in den ÖPNV eingebunden, London hat eher einen touristischen Schwerpunkt. Das hängt dann natürlich davon ab, was man für eine baut und wo man sie hinbaut. Aber wir haben uns diese Technologie genommen und sie einfach mal auf das Beispiel Köln übersetzt. Und die Länge des Vorschlags... Wir haben noch ein Bild, das sind alle drauf, glaube ich, wenn wir mal gucken. Ah, genau, da haben wir alle, glaube ich, nämlich von Horz, Rodenkirchen bis an den Fühlinger See. Ja. Ja, wir wollten niemanden auslassen. Das macht ja Sinn. Stellen Sie vor, Sie wohnen in Port, das sind 36 Grad, Sie sagen, heute würde ich aber gerne mal am Fühlinger See baden gehen, dann könnten Sie mit dem Rheinpendel dahin fahren. Ja, das hängt, ob das verkehrstechnisch Sinn macht, das hängt so ein bisschen nachher von der Strecke ab, die man fahren möchte. Ich glaube, von Ports bis Chorweiler ist die S-Bahn sinnvoller. Das wäre auch möglich. Wäre vor allem schneller. Mhm. Aber also bei Seilbahn, man sagt, die verkehrstechnische Stärke entwickelt sich über einen Raum von 3, 4, 5 Kilometern. So, man kann sich jetzt hier quasi mehrere Strecken, die übereinander lappen, denken, die diese Länge erreichen. Was wichtig war bei der Überlegung, zum einen wollten wir ausschließen bei einem Streckenvorschlag, dass Wohnbebauung überquert wird. Das ist einer der größten Kritikpunkte bei ähnlichen Projekten in anderen Städten bisher. Das konnten wir mit diesem Vorschlag jetzt hier sicherstellen. Also hier wird höchstens gewerbliches Gelände überquert, hier etwa am Niederhafen. Zweiter Punkt, der auch die Länge des Vorschlags determiniert, ist, die Autobahnkreuze Norden und Süden sollten angebunden sein. So die Überlegung ist, dass man dort entsprechende Park-and-Ride-Möglichkeiten schafft. Aber nicht für 100 Stellplätze, sondern einfach mal für 5.000 bis 7.000 Stellplätze. Und dann ein solches Parkhaus, dort quasi eine Seilbahnstation inkludiert. Die ganzen Pendler, die fahren dann morgens nicht mehr in die Stadt rein, die parken ihr Auto da und können gemütlich in die Stadt kommen. Das determiniert so ein bisschen die Länge des Vorschlages.
Ob das im Detail so nachher eine perfekte Strecke sein kann, das muss man sehen. Uns ging es erstmal vor allen Dingen auch darum, das Potenzial der Technologie ins Bewusstsein zu rufen und da auch eine öffentliche Diskussion in Gang zu setzen. Jetzt mache ich mal Folgendes, was nämlich zum Beispiel, damit man glaube ich auch so die Kraft einer solchen Idee auch mal nochmal erkennt, wenn ich heute in Porz wohne und im Gewerbegebiet Rodenkirchen in einer Kölner Brauerei arbeite, wäre eine Möglichkeit, das ist eine Brauerei, dann muss ich eigentlich von Porz mit der Linie 7 einmal in die Innenstadt und dann wieder mit der Linie 16, glaube ich, komplett einmal rausfahren. Exakt. Heißt, ich fahre ewig rum, dann gab es mal ewige Diskussionen, einen Bus über die Rodenkirchener Autobahnbrücke fahren zu lassen. Das ging aber nicht, weil das eine Bundesstraße ist. Ja. Und dann alle die Befürchtung hatten, dass der Bus in der, im Stau steht. Ja. Dann gab es mal Wassertaxis, ja. Wasserbusse, wir hatten ja schon alles eigentlich so. Aber eigentlich ist die Idee relativ charmant, glaube ich, weil man hier eben mal schnell über den Rhein pendeln kann und hier eine Verbindung hat, die ansonsten Stunden dauert und eigentlich der Rhein ja als natürliche Barriere sozusagen Menschen hier eigentlich trennt, anstatt dass man Lösungen sucht, die einen verbinden würden sozusagen. Es gibt natürlich auch Dinge, die sind besser miteinander vernetzt schon, aber das ist, glaube ich, schon ein Beispiel. Das ist ein relativ umfassendes Phänomen in Köln, dass egal wo man hin will, man muss vorher immer erstmal in die Innenstadt rein. Das gilt ja genauso für die Bewohner im Norden, wenn die ins Rechtsrheinische müssen und nur auf den ÖPNV angewiesen sind, die haben dasselbe Problem. Mhm. Deswegen, ich fände es auch eigentlich fast charmant, wenn man die Strecke noch bis Leverkusen um weiter denkt, aber das ein bisschen Zukunft zur Musik. Okay, wir werden gucken, es soll eine Machbarkeitsstudie geben. Ost-West-Achse, Präferenz oben oder unten? Oben. Finden Sie es gut, dass der Matt da zwei Planungen macht? Das macht Sinn. Diesen Kompromiss haben, glaube ich, viele tatsächlich nicht verstanden. Selbst wenn ich mich für eine unterirdische Planung entscheide, muss ich die Nullvariante auch im Planungsrecht mit bedenken. Also es werden so oder so zwei Varianten geplant. Die werden jetzt etwas tiefer gehend geplant. Dieser Kompromiss, auf den es dann am Ende hinausgelaufen ist, ist im Prinzip das Zugeständnis an die Tunnelbefürworter, naja, okay, wir gehen mal in eine Vorplanung, damit ihr auch seht, ob dieser Tunnel, den ihr euch wünscht, überhaupt technisch und finanziell machbar ist. Diese Sicherheit hatten die Tunnelbefürworter bis zu diesem Punkt nicht. Und dieses Zugeständnis ist letztlich der Kompromiss, auf den es hinausgelaufen ist. Ich sehe den Tunnel kritisch. Das hat, also ich selbst die Kölner Verkehrsbetriebe mussten zum Schluss ja beinahe zugeben, dass es verkehrstechnisch, was die Kapazitäten angeht, gar nicht so die große Auswirkung hat. Also die kriegen wir durch die Dreifachtraktion, die ja schon geplant und beschlossen ist, die aber auch oberirdisch funktioniert. Der Tunnel fokussiert sich rein auf das städtebauliche Argument. Und das ist, finde ich persönlich, was die Dimension dieses Projektes, auch die Kosten und den zeitlichen Rahmen angeht, sehe ich kein Verhältnis. Wir können auch so mehr Platz schaffen. Es gibt auch eine kritische Komponente, nämlich die Zuschussgeber, auch das ist die Finanzierung, ist eine kritische Komponente, weil ja ein bestimmter Wert erreicht werden muss, damit die Zuschussgeber Bund und Land überhaupt Zuschüsse bezahlen. Der ist relativ knapp bemessen und auch auf, glaube ich, auf spitz auf Kante genäht und insofern ist da auch noch ein kleiner Risikofaktor wäre, zumindest für Köln damit verbunden. Mal ganz abgesehen davon, wenn der Kölner buddelt und die KVB, gibt es ja noch einen anderen Risikofaktor, ohne auf den Stadtarchiv-Einsturz jetzt nochmal im Detail eingehen zu wollen. Ja. Nehmen wir mal weg ÖPNV, das ist, glaube ich, schon neue Ideen für den ÖPNV, dafür steht, glaube ich, die Wählergruppe gut auch. Wie sieht es mit dem Radverkehr aus? Mehr Radspuren, was sind da Ideen von Ihnen? Ja, wir haben ja unter anderem die Lastenradförderung als eines dieser vielen kleinen Puzzlestücke initiiert. Jetzt haben wir mehr Lastenräder auf den Straßen. Jetzt müssen wir gucken, es kann nicht sein, dass diese Lastenräder auf Radwegen fahren, die gerade so breit sind wie die Vehikel. Den Platz müssen wir entsprechend schaffen. In der Altstadt in diesen Tagen passiert es schon, da werden die ersten Lastenradparkplätze, Stellplätze eingerichtet. Grundsätzlich müssen wir aber an die Fahrbahn ran und dort, wo wir 2 bis 3 Autospuren bislang hatten, entsprechend die Räume umwidmen. Die Diskussion ist schwierig, die ist oft emotional. Andererseits haben wir Beispiele gehabt bei der Sanierung der Mülheimer Brücke, da wurde auch das große Verkehrschaos erwartet, weil 2 Spuren gesperrt werden mussten und als sie dann gesperrt wurden, ist
nichts passiert. Kein Chaos, alle haben sich gefragt, wo sind die ganzen LKWs hin? Man weiß es nicht so genau. Das heißt, es geht. Und da würde ich mir auch grundsätzlich wünschen und mich dafür auch einsetzen, dass wir bei diesem Thema auch ein bisschen experimenteller rangehen. Also es muss nicht immer alles von vornherein in Stein gegossen sein. Wir können uns die Freiheit nehmen, es mal für 5, 6, 7 Monate an einer Stelle auszuprobieren, es vernünftig nachher zu analysieren und dann gucken, ob wir es beibehalten und dann auch baulich verfestigen oder ob wir es wieder auflösen, wenn Chaos entsteht. Ich glaube, die Freiheit, das würde uns, das würde viel Druck aus dem Kessel in dieser sehr emotionalen Diskussion nehmen. Und die Freiheit sollten wir uns nehmen. E-Mobilität, Ausbau der Ladeinfrastruktur oder natürlich auch für Fahrräder, aber auch vielleicht für Geräte mit 4 Reifen, wie stehen Sie dazu? Erstmal gut, weil es gut besser für die Luft ist als Verbrenner. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, wenn dann danach 2,5 Tonnen schwere SUV-Elektrovehikel stehen. Aber natürlich, ich denke, dass das kommt, dass es unumgehbar ist, dass diese Infrastruktur ausgebaut wird. Gerade dann auch für die elektrounterstützten Lastenfahrräder. Wenn man mit so einem Ding gefahren ist, der weiß, das ist gut, es geht schnell, es hilft. Und ja, das ist aber, glaube ich, ein Thema. Ich denke, das ist bei der Rheinenergie schon relativ gut auf dem Schirm. Die werden sich dessen annehmen. Wenn man die städtischen Unternehmen anguckt, die Stadt Köln, WDG-Fahrzeuge, Vorbildfunktion. Geht mehr. Die Stadt Köln ist in den 1920er Jahren schon mal komplett elektrisch gefahren, muss man wissen. Also das ist natürlich ein bisschen in die Historie jetzt tief geblickt. Ja. Ne? Ja. Wir gehen wieder in die 20er Jahre, natürlich 100 Jahre später, aber machen die da genug? Also der Fuhrpark, wenn man so guckt, 500 Autos, ich glaube 15% sind gerade mal E-Autos oder Hybride. Also da würde eigentlich schon mehr gehen, oder? Wenn die da alle durch die Stadt schnurren würden. Klar, die Frage ist dann natürlich immer, okay, wo kriegen wir die jetzt her, die Fahrzeuge? Ich kann mir den kaufen. Kaufen, aber wenn man sie dann nicht bei Ford kauft, weil Ford die noch nicht produzieren kann, dann kann ich mir den Aufschrei in Köln schon wieder vorstellen, wenn man sich dann an andere Anbieter wendet. Mir würde da einer einfallen, der ist in Köln-Marsdorf zu Hause, ein Hersteller, ist ein japanischer Hersteller, fängt mit T an. Sie haben jetzt eine Marke genannt, ich würde das als Journalist natürlich nie tun, aber der bietet, glaube ich, Elektrofahrzeuge an. Ja, super. Wasserstoff auch, also relativ weit. Ich wollte es nochmal, also gut, Klima und Umwelt ist auch ein Thema für Sie. Sie wollen die klimaneutrale Stadt 2030, wie wollen Sie das umsetzen und erreichen? Ja, ich, also zunächst mal ist das natürlich ein sportliches Ziel. Soweit ich weiß, ich glaube, Frau Reker zielt auf 2035. Wir haben den Rahmen noch ein bisschen verkürzt. Das ist unsere Zielsetzung. Bewerb. Politischer Bieterwettbewerb. Naja, der gehört dazu. Es muss ja auch irgendwie eine gewisse Druckkulisse aufgebaut werden. Wichtig ist, das wird auch eine kleine Wählergruppe natürlich nicht alleine umsetzen können. Das müssen nachher die großen Akteure, die den Klimahebel für uns quasi bewegen können. Die Rheinenergie als größtes kommunales Unternehmen und zwar, ich weiß auch, größter Emittent in der Stadt. Da bin ich selbst gespannt, da muss man auch nochmal klären, was ist genau die klimaneutrale Stadt? Sind das alle öffentlichen Gebäude? Gehören die privaten mit dazu? Gehören die Industrieflächen mit dazu? Gehören da die Autobahntrassen mit transeuropäischem Verkehr auf Kölner Stadtgebiet dazu? Das ist eine sehr diverse Diskussion. Aber ich sehe den großen Hebel bei der Rheinenergie. Und ich glaube, da ist auch an vielen Stellen noch Luft nach oben, wenn ich daran denke, dass ich sehe nach meinem Gefühl noch viel zu wenig Photovoltaikanlagen in der Stadt. Und wir haben große Flächen. Wenn es dazu kommt, dass wir zum Beispiel neue Brücken bauen, warum überdachen wir die nicht komplett mit Photovoltaik? Wir können Photovoltaik auch künftig bei solchen Sommern, die uns bevorstehen, als Schattenspender verstehen und nach dieser Maßgabe nochmal Flächen analysieren. Und es gibt große Flächen im Eigentum der Stadt, die man auch damit überdachen kann. Also wenn ich da an die Betriebshöfe der KVB zum Beispiel denke, das sind Riesenflächen. Da wünsche ich mir
mehr Proaktivismus von der reinen Energie, der auch besser sichtbar wird im Stadtbild. Wir wollen die reine Energie zum Ökostromanbieter umbauen, nur mal als Beispiel, wenn so Neubaugebiete, wir sprechen gerade über Kreuzfeld zum Beispiel, aber der Butzweiler Hof wurde komplett bebaut. Auch da sieht man relativ wenig Photovoltaik auf den Gebäuden. Ja. Ist das so eine Forderung, dass die Stadt vielleicht sagt, wenn ihr da neu baut, liebe Investoren, dann müsst ihr sowas mit dazu nehmen, also dass man städtebauliche Verträge, ich weiß, wenn man über den Gerührungshof nachdenkt, ist das schwierig mit den städtebaulichen Verträgen, aber wäre das, was Ruth sagt, dann müssten wir, wenn wir den Klimanotstand schon haben, nicht auch noch intensiver auch auf Investoren zugehen. Es kann sich ja sogar rechnen, wenn man den Eigenstrom nutzt. Also ich finde, Kreuzfeld ist ein super Beispiel. Auch da haben wir jetzt die Chance, auch mal ein bisschen zu experimentieren und das entsprechend in diese Ausschreibungsformalie festzusetzen. Das findet jetzt gerade in diesen Monaten, in diesem Jahr statt. Ich würde, soweit ich da den Einblick habe, mir fast wünschen, dass man sich noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, auch in der öffentlichen Diskussion, nochmal zu überlegen, wo können da Experimentierfelder entstehen, die wir uns nachher wünschen. Bevor es jetzt hurtig geht, weil wir Wohnraum brauchen und dann sehen die Ausschreibungsformalien ja wieder so aus, wie sie immer aussehen und dann wird auch Kreuzfeld nachher wahrscheinlich so aussehen wie die meisten anderen neuen Viertel. Ja, auch an der Stelle, ich wünsche mir da mehr Experimentieren. Jetzt wird mit Kreuzfeld eine Grünfläche versiegelt. Ich glaube, Sie wollen als Wählergruppe gut weniger Grünflächen versiegeln. Die Gläuler Wiese soll auch versiegelt werden, da sollten wir vielleicht auch nochmal gleich dazu kommen. Höher bauen und obendrauf dann Photovoltaik, ist auch nie an der Sonne. Ja, also ich persönlich, ich hab nichts gegen Hochhäuser grundsätzlich. Bei mir fällt der Blick dann immer schneller auf die Frage der verkehrlichen Anbindung. Grundsätzlich fände ich es aber auch spannend, sich nochmal zu überlegen, wie wir die Flächen, die wir haben, klüger und smarter nutzen können. Also das klassische Beispiel, ich nenne sie jetzt mal Oma Gerda, ist 75, wohnt im dritten Stock, Altbau, 110 Quadratmeter, hat keinen Aufzug und möchte irgendwann vielleicht in eine kleinere Wohnung, die barrierefrei ist und findet aber keine und kann sich auch keine mehr leisten können, weil die Rente es nicht hergibt. Gleichzeitig haben wir viele junge Familien, die wachsen und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Stadt Instrumente entwickelt, wie man hier die Bedarfe besser austauscht und so einfach klüger mit den Flächen umgeht, die wir ja schon haben. So, danach kommt das Thema Nahverdichtung, wir haben immer noch viele Bombenbaulücken in Köln, klar, und Hochhäuser. Aber ich wünsche mir auch da, ich halte von diesem Mantra bauen, bauen, bauen nicht besonders viel. Das wirkt mir zu aktionistisch. Ich habe mal von jemandem gehört aus der Verwaltung, das ist das Amt für Statistik, zur Jahrtausendwende noch davon ausgegangen ist, dass sich die Kölner Stadtbevölkerung reduziert um 15% in den nächsten 20 Jahren. Was dann zur Folge hatte, dass man überall die Kapazitäten runtergefahren hat. Das merken wir heute im Schulbau, das merken wir in Verkehrsplanung und so weiter. Das heißt, wir haben es da ja auch mit schwierig zu kalkulierenden Variablen zu tun. Und da jetzt wild weiter zu versiegeln, halte ich für den falschen Weg. Entscheidung des Rates, CDU, SPD und FDP, für die Versiegelung der Gläuler Wiese, Fehler? Fragezeichen. Schwieriges Thema, das ist einer der... Ja, als Sülzer und Dauerkartenbesitzer ist das. Ah, zwei Herzen in ihrer Brust. Ja. Ja, es ist auch erstaunlich, wie viele FC-Fans es auf einmal in der Stadt gibt. Ne? Und jeder muss das dann immer betonen. Das ist tatsächlich einer der wenigen Punkte, wo ich nach langer Abwägung zu einer anderen Meinung als der Großteil meiner Wähler gekommen ist. Also ich habe mich da sehr lange mit beschäftigt, mit der Jugendarbeit des FC. Und das mal versucht ins Verhältnis zu setzen mit anderen Bundesliga-Vereinen. Ich habe mir die Verquickung des FC mit den Schulen in Sülz angeguckt und was dort für Arbeit geleistet wird. Und ich komme nach sehr langer persönlicher, privater Abwägung hauchdünn zu einem Pro-Ausbau. Das mag aber auch damit zu tun haben, dass mir diese Diskussion zu aufgeladen ist, zu zugespitzt, zu symbolisiert. Das ist, ich glaube, gerade wenn wir über Klima- und Umweltthemen reden,
das steht für mich nicht mehr so richtig im Verhältnis. Also dann müssen wir an andere Punkte ran. Wenn es um Umweltschutz geht, dann Klimaschutz, dann lass uns über eine Umweltmaut reden oder Citymaut. Also das wären irgendwie die großen wichtigen Themen, an denen kann man sich auch reiben. Die Diskussion um die Wiese ist relativ symbolisiert, teils vielleicht auch vereinnahmt von einzelnen Interessengruppen. Und das hat mich im öffentlichen Diskurs zum Schluss eher noch genervt. Braucht aber Umweltpolitik nicht diese Symbole? Ich nenne ein anderes Beispiel, den Hambacher Forst oder den Hambacher Wald. Die bleibt, Sie kennen die Diskussion, hart umstritten, ist auch zum Symbol geworden, auch weltweit. Braucht Umweltpolitik nicht Symbole dann auch an der Stelle? Die politische Bewegung allgemein. Das, also gerade im Initiativbereich ist das Symbol natürlich das Mittel der Wahl. Aber in der Politik geht es dann um sehr konkrete Umsetzungskonzepte und Schritte. Und da, wenn man sich da von Symbol zu Symbol handelt, halte ich das für weniger konstruktiv. Sie stehen auf Listenplatz 4 bei der Wählergruppe. Gut, sauber durchmischt, Spitzenkandidatin. Mhm. Dann Ihr OB-Kandidat, dann wieder eine Frau und dann kommen Sie. Welche Chancen rechnen Sie sich aus, in den Rat zu kommen? Oder Fraktionsstärke, die Wählergruppe gut? Das wird auf jeden Fall nicht einfach. So, das wird sportlich. Ich halte es aber auch nicht für unmöglich. Wunderbar. Thomas Schmeckpeper, Listenplatz 4, Ratsgruppe, also jetzt Ratsgruppe gut, dann Wählergruppe gut, natürlich für die Kommunalwahl am 13. September. Wenn wir Kölnerinnen und Kölner aufgefordert sind, eine neue Zusammenstellung des Kölner Rats zu bestimmen. Herzlichen Dank für die erhellenden und vertiefenden Einblicke in das Rheinpendel natürlich nochmal. Eine Ihrer großen Ideen, auch in der letzten Wahlperiode, glaube ich, auch zur Ost-West-Achse. Ihrer ganz persönlichen Sicht auf die Gläuder Wiese, auch spannend im Diskurs, glaube ich. Gleich böse E-Mails. Ja, wahrscheinlich. Das hoffe ich jetzt nicht, sondern das ist eben ein demokratischer, politischer Diskurs. Das finde ich auch genau richtig. Deswegen wünsche ich Ihnen nicht, dass Sie böse E-Mails kriegen. Danke, dass Sie bei uns waren und einen spannenden Wahlkampf. Danke. Danke für die Einladung. Danke.